Hallöchen und willkommen zurück auf Antigua. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Runde Let's Play Risk 3 Titanlords. Ja, die Kacke ist hier echt immer noch am Dampfen. Die Insel wird von Schattenwesen überrannt und wir sind gerade dabei, hier so ein paar Überlebende einzusammeln. Bin mir quasi überhaupt mal zu schauen, was mit den Einwohnern geworden ist. Und wenn wir uns erledigt haben, können wir dann hoffentlich von ja, Kapitän Alvarez irgendwie, ja. Weiß also nicht, können wir mit ihm verhandeln für eine Allianz oder über eine Allianz? Um dann halt letzten Endes, ja, den Dämonen beitreten zu können. Denn Eldrick hat dann unbedingt vor, mit den Piraten zu verhandeln. Was ist das denn hier? Ja, sehr schräg aus. So, dann verwenden wir doch gleich mal diesen Trank, denn der gibt ja permanent 5 auf Fernkampf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Sehr schön. Hallo Äffchen, was machst du denn hier? Ein Herd? Ne, den brauche ich nicht. So. Das ist für ein komisches Gebäude hier. Sieht ja irgendwie aus, als ob hier ein Hexendoktor wohnt. Schmuck des Kriegers. Ja, ist schön. War alles irgendwie nicht so brauchbar. Hier steht was von einer Stimmgabel. Die habe ich schon. Ja, stimmt. Die Stimmgabel habe ich tatsächlich schon gefunden. So, hier noch eine Kiste zum Plündern. Oh, hallo. Ich will auch mehr von diesen Dingern. Schnaps des Alchemisten. Was macht der? Blick des Alchemisten hilft, nützliche Pflanzen zu finden. Ja. Schön. Was macht denn das Äffchen hier? Das war eigentlich immer so ein Indiz dafür, dass man irgendwo was machen kann mit dem Äffchen. Noch mehr Schattenhunde. Oh, ich bin wieder angeschissen hier. Bitte keine Äffchen töten. Ja, die Perspektive ist immer noch sehr merkwürdig, wenn ich aus dem Fass trinke. Irgendwas haut da nicht hin. Das war mal anders. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Vielleicht würde es irgendwie mal anders, wenn ich das Spiel mal neu starte, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das ist jetzt schon eine etwas längere Aufnahmesession am Stück. Von daher muss das noch ein bisschen warten. Timo der Kleine. Ah ja. Bestimmt auch wieder irgendein Hinweis auf, ja, irgendeine Person, die man kennen müsste. Ich kenne sie nicht.
von dem Äffchen hier ist noch ein bisschen sehr merkwürdig. Oder auf dem Dach oder so. Da liegt hier irgendwas, oder? Das täuscht. Achso, da guckt nur der Ast durch. Naja, gut. Dann schauen wir weiter. Was hier in der Gegend noch los ist. Vielleicht sind die Äffchen hier aber auch einfach nur bedeutungslos. Denn ich meine, es ist ja nicht so ungewöhnlich, wenn hier Palmen und sowas existieren, dass auch mal Affen rumrennen. Mir etwas unübersichtlich hier. Wollte ich gerade sagen. Genau, weil ich es immer hasse, wenn man irgendwie Leuten hinterher rennt, weil die irgendeine Quest erfüllen wollen. Und dann dementsprechend die ganzen Videos zurück und neu erkunden und sowas. Nervt etwas. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Ist das dein Ernst? Nein, ich mag dieses Pack hier nicht. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Bitte, gern geschehen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja offensichtlich das Lagerhaus, welches wir noch ja, besuchen sollen. Da gehen wir gleich rein. Erstmal gucken wir hier noch ein bisschen rum. Wo kommt das Leuchten her? Ja, merkwürdig. Boah, ich hätte schon das Gefühl, ich habe die Hälfte übersehen. Ja, schau mal kurz ins Lagerhaus rein. Mal gucken, was da so drin rumspringt. Hallo? Zu dir komme ich gleich. Das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, war so ein verrückter Magier dabei, eine Frau zu opfern. Von Kristallmagie verstehe ich nichts. Und was ist mit dir los? Flynn. Danke. Du hast mich befreit. Ich dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Wie hast du mich befreien können? Keine Ahnung. Gut möglich, dass meine Begegnung mit dem Schattenlord an der Krabbenküste etwas damit zu tun hat. Ein Schattenlord? Es gibt also noch Schlimmeres als die Schergen? Du machst dir kein Bild. Okay, ich will das gar nicht so genau wissen. Wahnsinn. Einer der wenigen NPCs, bei denen mal Taschendiebstahl funktioniert. Und ich auch noch genug Skill habe. Warum hat man dich hier festgehalten? Was weiß ich. Fragen konnte ich schlecht. Die Schergen haben mich einfach überwältigt. Und ehe ich mich versah, war ich gefangen. Aber immerhin haben sie mich am Leben gelassen. Aber was ist mit meinen Waren? Welche Waren? Erzähl mir mehr über dich. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen bin, leite ich das Lagerhaus. Ich habe den Posten erst seit kurzem. Kein Plan, was mit meinem Vorgänger passiert ist. Also, wenn du etwas brauchst, bin ich dein Mann. Ein Händler in der Nähe zu wissen, ist immer gut. Lagermeister? Stell ich mir ziemlich öde vor. Ich habe früher mal als Schweinehirte gearbeitet. Du stinkst wie ein Oger
Und die Huren nehmen dich auch nicht mit aufs Zimmer. Dann lieber doch Kisten verwalten. Du sagst es. Das ist korrekt. Wo hast du denn das besondere Zeug? Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du sprichst, aber warte mal. Als ich den Schuppen hier übernommen habe, lag da so ein Kästchen in einer verstaubten Ecke. Bin noch nicht dazu gekommen, es zu öffnen. Von mir aus kannst du es haben. Viel Spaß damit. Kleines Kästchen erhalten, das ist schon mal gut. Ich hoffe, da kann ich reinschauen. Deine Höllenhunde im Lagerhaus sind Geschichte. Das nenne ich mal eine gute Nachricht. Da hab ich auch was für dich. Im Obergeschoss des Lagerhauses ist eine alte, schrammelige Truhe. Da sind ein paar schöne Kristalle drin. Irgend so ein alter Kerl. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Behauptete mal, sie seien magisch. Ja, das ist wahrscheinlich Quatsch. Aber hey, es sind immerhin schöne Kristalle. Nimm sie dir ruhig. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Alles klar. Danke. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Jetzt, wo du fragst, da gibt es tatsächlich etwas. Mein Bruder Quinn hat ein Schwertstück in seinem Besitz, das ich gern hätte. Bring es mir und deine Taschen füllen sich mit Gold. Wo steckt dein Bruder Quinn? Das ist eine gute Frage. Der Halunke hat sich irgendwo verkrochen. Laberte was von einer Insel mit Eingeborenen. Kila war's. Gut, ich halte die Augen offen. Ich werde dir das Schwertstück besorgen. Wunderbar. So einer wie du wird es noch weit bringen. Was du nicht sagst. Zeig mir deine Ware. Kein Problem. So, was hat der denn Schönes im Angebot? Ja, ich weiß echt nicht, ob die Dinger nicht irgendwie mal sinnvoller sind. Dass Schrot vielleicht mehr Schaden macht. Naja, ich werde es noch rausfinden. Das ist aber auch nichts Brauchbares. Ist ja nicht so toll. So, dann können wir erstmal hochgehen, um diese Kristalle zu holen. Allerdings muss ich erstmal rausfinden, wo hier die Treppe in die oberste Etage ist. Tja. Ist ja mal gar nicht so einfach hier. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie reinfliegen oder sonstiges. Das hätte mir ja zumindest sagen können, wie ich da hochkomme. Ah, Moment, hier ist eine Treppe. Dann können wir die doch nehmen. Erstmal werde ich hier dieses Portal aktivieren, nachdem ich vorhin bei Captain Alvarez im Haus so einen Stein gefunden habe. Geht doch. Brauchen wir nämlich nicht mal herlaufen. Falls wir denn doch mal vor die Stadt gehen sollten. So. Auch eine Menge Müll. Na gut, dann gehen wir mal hochgucken. Mal schauen, ob wir dort die Kristalle finden oder ob es halt tatsächlich auch drei Stück sind. Als ich das letzte Mal hier war, war das Lagerhaus noch intakt. Könnte daran liegen, dass die Stadt von Höllenhunden überrannt worden ist. Das ist doch kein Grund, sein Lagerhaus abzufackeln. Idioten. Ja. Auf jeden Fall Idioten. So, was ist denn hier die blöde Kiste? Da ist die Kiste. Okay, dann kommen wir gleich zu. Erstmal schauen wir hier noch, ob es noch was anderes gibt. Aber es scheint nicht so. Ein Kristall, na, ist ja richtig gut.
Naja, besser als nichts. Den können wir gleich ihmchen ergeben. Wie hieß er denn? Ich hab den Namen schon mal vergessen. Raymond, ja, alles klar. Okay, also offensichtlich brauche ich hier erst alle Kristalle, bevor ich überhaupt mit ihm nochmal reden kann. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Antigua. Der Oststrand. Okay, also brauche ich natürlich alle drei Kristalle erst. Wir können ja mal kurz zu Alvarez gehen. Denn irgendwie ist ja, ich kann halt dann wieder im Lagerhaus nachschauen. Das habe ich getan. Da habe ich einen gefunden. Oder ich könnte mit Kapitän Alvarez sprechen. Und dann werden wir gleich mal einen Angriff nehmen. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Am Oststrand waren zwei. Mistviecher. Gut gemacht. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. Boah, das hätte aber echt ins Auge gehen können. Das ist tatsächlich richtig. Das Hinterland ist ziemlich verseucht. Noch mehr Höllenhunde? Nicht nur. Da hingen bis vor kurzem noch einige dämonische Krieger herum. Woher zur Hölle kommt diese Brut? Woher wohl? Aus einem dieser Kristallportale in den Bergen vielleicht? Du musst die Ursache dieses Übels finden und ausschalten. Ich werde mich schon noch um dein Kristallportal kümmern. Das wäre gut. Ich fürchte, noch so einen Ansturm wird die Stadt nicht überleben. Hattest du nicht mal so einen magischen Kristall? Was ist das jetzt wieder für ein Hokuspokus? Ach komm, du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe einen solchen schon einmal bei dir gesehen. Dir kann man auch gar nichts verheimlichen, oder? Du bist kein Magier, also was willst du damit? Hier geht alles den Bach runter und du sammelst Kristalle. Gib schon her das Ding. Ich hoffe, es ist für einen guten Zweck. Natürlich. Er ist bei mir in besten Händen. Oh, na schön. Hier, nimm schon, bevor ich es mir anders überlege. Bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob das tatsächlich eine gute Idee ist, wenn ich dem das Zeug gebe. Aber das werden wir dann noch sehen, wenn ich tatsächlich alle drei gefunden habe. Mal gucken, wo der letzte sich versteckt. So, was haben wir denn hier noch so? Gibt hier noch irgendwas zum Einsammeln? Okay, geht offensichtlich nicht weiter. Irgendwie haben die ja was vom Oststrand gelabert. Da habe ich ja... Ah, hallo. Hier kommt noch mal. Das tat weh. So. Ja, wie man sieht, ne, bin inzwischen schon schneller als Bones mit dem Töten. Das war ja am Anfang noch ganz anders. Es kann also nur besser werden. Der Blutschwurplatz. Ein Opferaltar auf der Wiese. Die Schatten ziehen durchs Land. Und wir köpfen uns gegenseitig wegen ein paar geklauter Kartoffeln. Man muss eben Prioritäten setzen. Sieht wohl so aus. Ja, auch in solchen schweren Zeiten sollte man natürlich Recht und Gesetz nicht außer Acht lassen. Und ja, auch wenn die Piraten wahrscheinlich eher primitive Gesetze haben, aber... Zumindest halten sie sich dran. Meistens jedenfalls. Ne? In ihren Ehrenkodex.
Oh, noch ein Kristall gefunden. Das ist aber schön. Das war dann der dritte. Dann können wir jetzt tatsächlich mit... ich habe den Namen schon vergessen. Reden. Ja, mit dem komischen Magier halt hier, ne? Der da so am Marktplatz rumeiert. So, einmal hier runter. Die Abkürzung nehmen. Oh, die Kamerasteuerung ist schon wieder ein bisschen merkwürdig heute. Bin ich eigentlich schon drin im Haus? Naja, alles klar. Gut, dann können wir ja nochmal mit dem Typen hier reden. Hier hast du deine drei magischen Kristalle. Oh, das ist ja... Danke. Wie hast du das gemacht? Das willst du doch gar nicht wissen, oder? Ich bin trotzdem froh, dass ich bei meiner Mission hier in Natigur einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte. Das ist ja die Hauptsache. Hier hast du den Lohn für deine Mühen. Ah ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke. Hey, 500 Gold. Ja, immerhin. Dafür, dass die Quest ziemlich schnell erledigt war. Was wirst du nun tun? Ich bleibe erstmal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Danke gleichfalls. Und nicht sterben. Schon genug Leute retten müssen. Ja, allerdings werde ich an dieser Stelle mal wieder eine kleine Pause machen. Es ist mal wieder Zeit. Ich würde mich natürlich wieder über einen Kommentar, ein Abo oder halt auch ein Like für das Video freuen. Es hilft dir immer dem Kanal weiter. Ja, und letzten Endes ist natürlich auch eine Bestätigung für die Arbeit, die man hier leistet. Also in Anführungszeichen Arbeit. Ja, man freut sich natürlich immer über positives Feedback. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titan Lords. Bis dahin, ciao, ciao.